Ich mag einige der Leute nicht, mit denen ihr Kontakt habt. Das kann ich nicht. Sag das meiner Schwester. Sie führt das Regiment hier. Mag sein, aber ich weiß, wie weit ihr herumkommt. Diese Stadt ist voller Leute, mit denen es ein böses Ende nehmen wird. Ich möchte nicht, dass ihr euch zu ihnen gesellt. Würde es euch helfen, wenn ich euch darum bäte, mich nicht länger zu überwachen? Nein. Maseranas Kind, eure Schuld ist gänzlich beglichen. Es ist nicht zu spät, deine Meinung zu ändern, Darlin. Darwes Shura, Hüterin. Ich bin bereit. Brechen wir auf. Eganan. Ist das... Leben hier wirklich die Elfen? Nicht der schönste Teil von Kirkwall, aber wenigstens sieht man die riesigen Ketten nicht. Ja, man muss nehmen, was man kriegt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so... Ich habe noch nie so viele Leute auf einem Haufen gesehen. Sicher sehr einsam. Mich kennt ihr bereits. Ihr werdet schon bald neue Freunde finden. Ich danke euch. Danke für alles. Für eure Hilfe. Werdet ihr mich besuchen? Natürlich nicht sofort. Aber später vielleicht. Ich könnte einen Freund gebrauchen. Natürlich. Aber nur, weil ihr diese "Ihr habt mein Hündchen getreten" Stimme benutzt habt. Danke. Oh, ich bedanke mich zu viel, oder? Aber ich meine es ernst. Oh, hallo. Ich bedauere euren Verlust, Herrin. Aber ich kann eurem Sohn nur Gnade gewähren, wenn er sich ergibt. Ich versuche, ihn zu finden, aber... Die Templer können Abtrünnige nicht tolerieren. Anscheinend ist euer Sohn in Schwierigkeiten. Kann ich irgendwie helfen? Ihr habt alles gehört und würdet dennoch helfen? Einem Abtrünnigen? Oh, danke. Ich bin Ariani. Mein Junge Fenrir. Er ist alles, was ich habe. Meine ganze Familie. Als ich merkte, dass er magiebegabt ist, brachte ich es nicht über mich, ihn zum Zirkel zu schicken. Aber seine Verbindung zum Nichts. Er hat Albträume von Dämonen, deren Stimmen er hört. Lieber verliere ich ihn an den Zirkel als an sich selbst. Ist euer Sohn fortgelaufen? Er hat erfahren, dass ich Sir Thrusk verständigt habe und denkt, ich hätte sein Vertrauen missbraucht. Er glaubt, er kann frei vom Zirkel leben. Aber ich fürchte, dass er sich ohne gute Ausbildung selbst umbringen wird. Erzählt mir die ganze Geschichte. Ich habe vor Jahren erfahren, dass mein Sohn wahrscheinlich magiebegabt ist. Aber wir ertrugen den Gedanken nicht, dass er in der Geigenburg eingesperrt wird, und haben uns versteckt.
Als die Albträume begannen, hat Fainriel immer noch jeden Kontakt zum Zirkel verweigert. Aber ich glaube wirklich, dass sie die einzigen sind, die sein Leben retten können. Was genau soll ich machen? Bitte findet ihn einfach und bringt ihn in Sicherheit. Ich weiß nicht, wohin Fainriel gegangen ist, aber es gibt zwei Orte, an denen ihr mit der Suche beginnen könntet. Sir Thrask hat nach ihm gesucht. Wenn ihr ihn in der Galgenburg ansprecht, kann er euch sagen, welche Bereiche er bereits abgedeckt hat. Und Fainriels Vater Vincento kehrte kürzlich aus Antiva zurück. Er ist Händler auf dem Unterstadtbazar. Fainriel könnte ihn aufgesucht haben. Erzählt mir von diesem Templer. Ich halte ihn für einen guten Mann. Er hasst Magier nicht, versteht aber, was ich zu lange nicht begriffen habe. Selbst Magier mit besten Absichten sind Sklaven ihres schlafenden Geists. Andere Templer sind weitaus weniger mitfühlend. Ich lasse euch keinen Augenblick länger als nötig in Sorge. Er sollte sein eigenes Leben führen, losgelöst von den Fesseln des Zirkels. Jeder sollte das. Mein Gatte Wesley war ein Templer. Nicht alle sind Fanatiker, die man fürchten muss. Danke. Ich war einsam in meinem Versteck. Es ist eine Erleichterung, sich der Sache endlich zu stellen. Wie geht es eurer Frau? Erholt sie sich immer noch? Die Schwäche kommt und geht. Ich hoffe das Beste. Danke dir. Viel zu tun heute, wie ich sehe. Mit Vergnügen. Wir sehen uns dort. Varric, macht ihr auch mal irgendwas? Bin ich der nächste Halt bei euren Karriereüberlegungen? Glückesgeschick. Ihr beobachtet und redet. Ist das alles? Ihr erklärt gerade Meilensteine sowohl sinnloser als auch unglaublich gefährlicher Natur für nichtig. Ich weiß nicht, was ihr meint. Es bedeutet, dass Münzen fließen, wenn ich rede und wenn ich schweige. Als würdet ihr bezahlt, ob ihr nun wacht oder nicht. Das ergibt keinen Sinn. Gut. Ihr seid Hawke, oder? Habt ihr nicht nur mit der Tempel gehabt? Möge der Erbauer auf euch herab. Mir läuft es schon kalt den Rücken herunter, wenn ich nur hier stehe. Grüße, Herrin. Ihr seht aus wie eine Frau, die feinste Rubine aus Antiva an ihrem zarten Hals zu schätzen weiß. Ich bringe nur die besten Waren aus dem Norden in die freien Marschen. Eigentlich bin ich mehr an eurem Sohn interessiert. Herrin, ich bin Junggeselle. Ich habe nie eine ausreichend schöne und charmante Frau getroffen, die Vincento in Ketten legen konnte. Mehr bekommt ihr nicht zustande, wenn euch ein Mitglied der Wache direkt ins Gesicht sieht. Wir sollten den Tag nicht mit so schweren Gedanken verdüstern. Ich könnte euch meine Seide zeigen. Wir sind keine Templer, Sarah. Fainriel hat von uns nichts zu befürchten. Maldition! Ihr seid eine Magierin! Dann seid ihr bestimmt freundlich zu einem Jungen, der sich gegen die Festnahme durch die Templer wehrt.
Zu einem Kind mit Elfenblut, das von seinem Menschenvater verlassen wurde? Mit Sicherheit. Der Junge steckt ganz tief drin. Also habe ich ihn zu dem einzigen Mann geschickt, der Magier nicht verachtet. Einem früheren Templer namens Samson. Hat dieser Samson einen Wohnsitz in Kirkwall? Wohl kaum. Er wird gesucht. Tagsüber ist er untergetaucht. Nachts ist er in der Nähe der Dunkelstadt. Dort findet man ihn am leichtesten. Ich habe eine Kleinigkeit gefunden, die wohl euch gehört. Ich dachte, es sei...